So Freunde, heute gucken wir uns die heilige Dreifaltigkeit der Touareg an. Ihr habt euch bestimmt schon mal gefragt, welchen Touareg Diesel soll ich denn eigentlich kaufen? Entweder den Kollegen hier, den kleinen V6 mit 231 PS oder hier den größeren V6 mit 286 PS oder hier gleich Hardcore den V8 E-Turbo mit 421 PS. Ich würde mal sagen, wir gucken uns an, welcher macht denn am meisten Sinn. Das ist jetzt hier die dritte Generation des Touaregs. Dann gehe ich mal hier in Sport und latschen wir mal rein. Gucken, was der 3 Liter V6 TDI so rauspustet. Ja, hier kann man sagen, wir haben die kleinere Variante mit 231 PS. Es ist jetzt kein Feuerwerk, muss man sagen. Der Motor ist sehr auf Gemütlichkeit auch ausgelegt. 7,5 Sekunden auf 100 und 220 km/h Spitze. Das ist okay, aber ich würde mir da ein bisschen mehr Leistung wünschen. Es ist kein Renner, es ist einfach ein gemütliches Auto. Mein Kollege Dion war bei der offiziellen Fahrvorstellung von diesem Auto in Marrakesch. Und da sind sie ein bisschen Gelände gefahren. Und er sagte dann wirklich sprichwörtlich, also im ersten Moment habe ich gedacht, puh, wenn ich mir so angucke, der wird nirgendwo durchkommen und das Ganze ist nur noch elektronisch, nichts mechanisch. Ich war erstaunt, wo der Wagen überall durchkommt. Ne? Also Freunde, verlasst euch bitte auf die Worte von Dion und glaubt mir, dass der Karren auch Offroad kann. Ich bewege mich mit dem neuen Touareg am häufigsten im Eco-Modus und im Komfort-Modus, weil das ist die neue Charakteristik von dem Wagen. Der ist so gemütlich, so entspannt, der verleiht überhaupt nicht zum Schnellfahren. Ich erwische mich immer wieder, wie ich deutlich unter der Geschwindigkeitsbegrenzung fahre, weil ich es nicht nötig habe. Weil ich mir einfach bosshaft vorkomme mit diesem Ding, weil du hoch sitzt. Das ist stabil, das fühlt sich wertig an. So ist es. Auch vom Verbrauch her, 6,6 Liter ist er angegeben. Das kriegt man auch hin, wenn man sehr, sehr sparsam fährt, aber da spreche ich von 70 bis 80 km/h. Wenn man ihn normal bewegt, dann ist man so bei 8 bis 8,5 Liter. Das ist noch im Rahmen, finde ich, wenn man überlegt, dass das Auto 2070 Kilo wiegt. Das ist schon eine Masse, die man bewegen muss. Aber vom Verbrauch her finde ich den dann echt okay. Vor allem auf der Autobahn, wenn man da mit 120 dann dahin gleitet, knapp unter 8 Liter. Ein Punkt, der mir nicht gut gefallen hat, ist der Motor, der mir etwas ein bisschen zu wenig Leistung hat. So, meine Damen und Herren, Kandidat Nummer 2. Und zwar der 286 PSler aus dem 3 Liter V6. Fühle ich den Unterschied oder brauche ich die 3000 Euro jetzt nicht auszugeben? Und zu Beginn erstmal. Jo, es ist der Touareg und ganz ehrlich, mir ist immer noch nicht langweilig von diesen fetten Bildschirmen hier, ne? 12 Zoll, 15 Zoll, boom, absolut geil. Aber hier muss ich sagen, ich finde den Speck hier deutlich schöner als den vorherigen. Ne? Wir haben draußen das Aquamarin Blau Metallic, voll geil. Hier drinnen haben wir Back to Black, sprich schwarze Ledersitze, schwarzes Interieur, Savona nennt sich das Ganze und nicht dieses Beige, was wir davor hatten. So, dann gucken wir uns mal die technischen Daten an. Und zwar haben wir genau den gleichen Motor im Grunde genommen, diesen 3 Liter V6 TDI hier drin, also den VW EA897 Evo 2. Aber dieses Mal 286 PS anstatt den 231 PS, 600 Newtonmeter, also 100 Newtonmeter mehr. Lustigerweise hat sich da das Band ein bisschen nach oben verlagert. Wir haben jetzt die 600 Newtonmeter bei 2250 bis 3250 Umdrehungen. Das resultiert dann auch in schnelleren Beschleunigungs- und Geschwindigkeitszahlen. Ne? Jetzt sind wir bei 6,1 Sekunden von 0 auf 100, also fast anderthalb Sekunden schneller. Und Top Speed 235 bis 238, also da auch knappe 15 km/h schneller. Und wie sich das Ganze auch anfühlt, sehen wir jetzt. Ich gehe hier sportlich in den Sportmodus und latsche einfach mal rein.
Er hat auch zu Beginn diese leichte Gedenkminute, aber dann schiebt der Kollege deutlich besser nach vorne, du. Ja, ja. Das ist jetzt eher mein Geschmack. Also, wir haben auch das gleiche Fahrzeuggewicht von 2070 Kilogramm, aber hier die 286 PS stehen dem Touareg deutlich besser, Freunde. Ganz ehrlich, Ahnung nochmal, jetzt ein bisschen unten mit Drehzahl. Ja, schön. Du spürst das Drehmoment. Du hast einfach ein bisschen mehr Punch. Das ist, so stelle ich mir das vor. Bei dem anderen, da hatte ich ja echt Schwierigkeiten, einen LKW zu überholen. Hier komme ich mit Leichtigkeit vorbei. Guck mal. Dann schiebt er auch konstant durch, ne? Hier hoch. Guten Morgen. Ja. Nee, das finde ich deutlich besser als bei dem Kleinen. Da war der mir ein bisschen zu untermotorisiert. Trotzdem gehen wir wieder zurück hier in den Eco-Modus. Auch hier das gleiche Spiel wie beim ersten Kandidaten. Es ist einfach ein total gemütliches Fahrzeug. Ne? Ich schwebe da vor mich hin mit der Luftfederung. Es ist super leise. Du hörst den Diesel eigentlich so gut wie gar nicht. Guck mal, auch mit Doppelverglasung und dem Ganzen. Du schwebst da vor dich hin. Auch Fahreigenschaften sind exakt die gleichen. Ne? Wir haben auch hier eine Luftfederung drin. Die Hinterradlenkung ist auch dabei. Da muss ich sagen, das ist mir aufgefallen, durch die Hinterradlenkung hast du einen super, super kurzen Wendekreis mit 11,60 Meter. Das ist erstaunlich, das macht Spaß, weil du kannst an Stellen wenden, wo du gedacht hast, hey, das geht hier überhaupt nicht, das klappt mit dem Ding. Und ansonsten, jo, Fahrwerk genauso. Elektronische Wankstabilisierung, das spürst du jetzt hier total. Merkt ihr das? Merkt ihr das da draußen? Da wankt gar nichts. Lenkung auch schön präzise und im Mittelpunkt typisch VW, zeige ich genauso wie bei dem Kleinen. Ansonsten habe ich hier beim Fahren nichts auszusetzen. Und dann kommen wir auch gleich zu den Verbrauchswerten. Wir haben die gleiche Angabe wie beim Kleinen mit 6,6 Liter auf 100 Kilometer. Und da muss ich sagen, da sind die Werte auch wirklich sehr nah. Trotzdem sind sie hier bei dem stärkeren vielleicht etwas höher, einem halben Liter. Ich habe ja beim Kleinen gesagt, dass man den mit 8 bis 8,5 Liter im Alltag bewegt. Kriegst du bei dem auch gut hin. Die Tendenz ist aber ein bisschen mehr nach oben. Aber wirklich nicht signifikant, ne? Sachen, die mir nicht gut gefallen haben, eigentlich nur zwei. Und zwar, Freunde, hinten die Rückfahrkamera ist nicht zugedeckt. Sprich, die ist immer offen. Wenn man dann im Winter fährt, dann kommt da unglaublich viel Dreck hin und man sieht halt dann nach hinten nichts mehr. Die muss man immer abwischen. Finde ich schade, weil normalerweise VW hat ja immer das schöne Zeichen gehabt, ne? Geht auf und dann schaut die Kamera raus. Hast du hier halt eben nicht. Und zweitens, das ist mir erst aufgefallen, als ich auf dem Beifahrersitz saß, und zwar zwischen den beiden Bildschirmen, ist hier so eine ekelhafte Kante, so eine Naht, ne? Also eine Bildschirmunterbrechung. Sieht so ein bisschen aus wie ein Prototyp und nicht wie ein Serienfahrzeug. Aber das fällt mir nur auf, wenn du auf dem Beifahrersitz sitzt, weil wenn du auf dem Fahrersitz sitzt, fällt es kaum auf, weil die Hand davor ist. Auch wenn du hier am Lenkrad das greifst, dann siehst du die Naht nicht. Sehr clever, VW. Aber ich habe nicht an den Beifahrer gedacht. So, Zusammenfassung vom stärkeren V6 TDI. Der kommt einfach deutlich besser aus dem Quark. Der Motor, die Variante des Motors, steht dem Touareg deutlich besser. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben ja noch ein Fahrzeug am Start, und zwar den ganz großen, den V8 Biturbo. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Und jetzt der dritte im Bunde. Ich zeige euch mal den Partytrick von diesem Fahrzeug. Ne? Wenn man den Wagen von außen sieht, denkt man nie, dass hier ein V8 drin steckt, außer halt diese kleine Badge da. Aber guck dir das mal an. 50, 60, 80, 100. Das ist unfassbar. Wir haben jetzt da vorne einen 4 Liter V8 Biturbo am Start mit 421 PS bei 3.500 Umdrehungen
plus 900 Newtonmeter Drehmoment und die bereits bei 1250 Umdrehungen. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich wie so ein fetter Schiffsmotor, wie so ein Panzermotor, der drin steckt. Eigentlich auch so ein totales Urgestein. Ne? Ich meine, wer verbaut denn heutzutage noch einen 4 Liter V8 Biturbo Diesel ein? AIDA vielleicht? Aber es ist krass, ne? Die Zahlen 4, 9 auf 100. Damit bewegen wir uns im Territorium des Golf R. Und das mit dem Auto, das 2310 Kilogramm wiegt. 250 km/h Spitze, abgeriegelt. Das Teil drückt einfach nur. Klar, hier, wenn ich das Kickdown gebe, dann dauert es diese Überlegungsminute mit der 8-Gang Tiptronic hier, Wandlerautomatik, aber dann... Also im Vergleich zum 286 PS V6 ist das nochmal eine härtere Stufe. Also das Ding drückt ohne Ende. Krass, wie der Wagen einfach Masse pulverisiert. Also wie der voranschreitet, wie der auf Geschwindigkeit kommt. Und es ist nicht nur so, dass man so dieses erste Mal dieses Losprügeln spürt, sondern das ist halt konstant, ne? Auch auf der Autobahn. Du bist bei 200 und denkst, ja, jetzt knickt er dann irgendwann mal ein und dann machst dann den hier und dann schiebt er einfach. Du, da haben ein paar 3 Liter A6 Audis ganz schön blöd geguckt. Und vor allem, hört ihn euch mal an. Ich bin der böse Touareg und ich habe richtig Leistung. Die anderen, die kleineren Diesel, die klangen wirklich nach einem Diesel und der hat hier so ein richtig schönes Muskelpaket-Kraftgeräusch. Ne? Gefällt mir wirklich gut. Dion hat gesagt, auf Dauer hin nervt mich das so ein bisschen, das Geräusch vom V8. Da waren die V6 tatsächlich etwas entspannter vom Geräusch her. Finde ich jetzt aber nicht wirklich. Er macht auch Spaß zu fahren. Also er fühlt sich einfach gut an. Was er gesagt hat, diese Wangstabilisierung, die versetzt das Limit so weit nach oben. Und das mit 2,5 Tonnen. Heftig. Trotzdem muss man hier sagen, was mir echt aufgefallen ist, die Spreizung zwischen Sport und Komfort ist halt wirklich sehr schmal. Das finde ich so ein bisschen schade, weil im Sportmodus alles wunderbar, aber dann gehst du in Komfort rein und dann denkst du, dass es ein bisschen entspannter ist. Ne? Luftfahrwerk, denke ich sofort an Volvo, sprich Bodenwellen werden einfach vernichtet. Ist halt hier nicht so. Generell ist der Touareg sehr straff abgestimmt. Guck mal hier, ne? Wir sind in Komfort. Das rüttelt schon ganz schön. Wir haben sehr viel Leistung, haben wir gesehen. Er schiebt ohne Ende. Jetzt gucken wir uns auch nochmal den Verbrauch an. Keine Angst, ist tatsächlich nicht so schlimm. Er ist angegeben mit 7,4 Liter auf 100 Kilometer. Und da kommst du fast hin. Also wenn du wirklich sparsam fährst, schaffst du die 7,5, sagen wir mal unter 8. Und so im normalen Gebrauch auf der Autobahn zum Beispiel 140, 150 rum, bist du zwischen 8,5 und 9 Liter. Klar, wenn man Gas gibt und sehr viel in der Stadt fährt, ne, ist man jenseits der 10. Aber im Großen und Ganzen war ich überrascht, dass der Wagen dann doch so wenig verbraucht, trotz dieses Gewichtes halt. Ne? Fassen wir die Touaregs mal zusammen. Dreimal Diesel, zweimal V6, einmal V8. Und zwar mit den Preisen. Ne? Ganz wichtiger Punkt. So, der ganz kleine, ne, geht im Moment bei 61.000 Euro los. Mit der Ausstattung, die wir da hatten, war er bei 105.000 Euro. Der mittlere geht mittlerweile bei knapp 65.000 Euro los. Mit unserer Ausstattung damals waren wir bei 109.000 Euro. Und jetzt hier der V8. Geht bei 91.500 Euro los. Und mit ähnlicher Ausstattung wie die anderen beiden Kollegen, ne, sind wir bei 121.000 Euro angelangt. Ja, klar, erstmal tief durchatmen, aber ich sage jetzt mal ein Statement,
wo ihr unter anderem sagen würdet, spinnt der. Ich finde, dass es schon gerechtfertigt ist. Klar, es ist viel Geld, aber so hochwertig, wie sie den Touareg hinbekommen haben, ist echt klasse. Also, wenn man das anschaut, es gibt im Moment keinen anderen Luxusliner von VW. Also, nö, Passat und auch Arteon haben alle ja nur noch Vierzylinder. Und die kommen von der Qualität und von dieser Entspanntheit nicht mal ansatzweise ran. Und für mich ist das so ein bisschen so der geheime Nachfolger vom Phaeton. Bloß im ersten Stock, ne? Aber um die dreimal zusammenzufassen, für mich, der kleinste macht eigentlich keinen Sinn, weil der Unterschied dann, also der Preisunterschied dann zum mittleren ist halt nicht sehr groß. Wenn ich schon so viel Geld für einen Touareg ausgebe, würde ich gleich den mittleren nehmen. Für mich macht so kopftechnisch der mittlere am meisten Sinn. Du hast wirklich tolle Leistung, 100 Newtonmeter mehr als der kleine, 6,1 Sekunden auf 100. Und der Verbrauch ist wirklich okay. Hier der V8, ja. Das ist halt für Leute, bei denen Geld keine Rolex spielt, ne? Also, das ist halt einfach ein fettes Ding mit verdammt viel Leistung. Das macht einfach Laune, wenn du bis unter das Dach voll haust mit vier Leuten und du latschst dann rein und knallt da einfach diese 4,9 aufs Parkett. Das ist schon Wahnsinn. Ich brauche es nicht. Insgeheim ist es aber geil, ne? Was ganz interessant ist, Dion hat mir noch vorhin erzählt, also, ne, wenn ich mir einen Touareg holen würde, dann würde ich mir die mittlere Ausstattung, also den mittleren Motor raussuchen und mit den 286 PS. Einmal Airline, komplett blacked out, schwarzen Felgen, fertig. Und natürlich auch hier mit 15 Zoll Display. Ich glaube, ich schließe mich an. Und damit würde ich sagen, Freunde, schreibt mal unten in die Kommentare, welchen würdet ihr nehmen? Den kleinen, der nicht so viel Sinn macht, der mittlere, der durchaus Sinn macht, oder der ganz starke, der eigentlich keinen Sinn macht, aber einfach verdammt geil ist. Damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Jessikowski. Und natürlich, wenn ihr mögt, liken und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ja, und wir gucken uns das nochmal an, oder? Ja. Wie so ein T-Rex, der so böse wird und dann aufsteht und dann irgendwie so wie bei Jurassic Park nach den kleinen Typen da stand. Hinterher. Die rennen und er kommt einfach.